Hier ist Ed Saarland und Saarland Fernsehen. Wir sind auf einem Stand jetzt auf der Intermoto 2017 von zwei Saarländern, die Bikes ganz heiß umbauen. Wie kam denn die Idee dazu? Wir sind selber als hobbymäßig, haben wir halt Mopeds für uns umgebaut und da kam oft, wenn wir irgendwo unterwegs waren, die Frage, wo habt ihr die her, was habt ihr gemacht? Die Resonanz war also positiv und dann haben wir irgendwann uns gedacht, wenn sie schon so gut ankommen, können wir sie auch bauen und verkaufen. Wenn du dich selbst mal kurz vorstellst, bitte. Wie du mein Name ist Dominik, ich bin 32 Jahre alt, komme aus dem Saarland und mache mit dem David zusammen Loon Cycleworks, Loon Graphics und Loon Lifestyle. Das heißt, ihr habt Spaß bei der Arbeit, oder? Definitiv, sonst geht's nicht. Was ist hier so die Idee gewesen? Was war, ich sag mal, die Nacht, als ihr nicht schlafen konntet, um diesen Umbau hier kurz zu skizzieren? Das waren mehrere Nächte, wo wir nicht schlafen konnten dafür. Zielsetzung bei dem Bike war halt einfach eine BMW zu bauen, die möglichst minimalistisch ist und ja zeitgleich aber die Performance irgendwo vereint. Heißt Upside-Down-Gabel, andere Bremsanlage, andere Felgen. Von der BMW ist eigentlich nur noch der Rahmen und der Motor. Und die ist zugelassen? Die ist zugelassen, ja. Wer lässt sowas zu im Saarland? Unser guter deutscher TÜV lässt sowas zu. Und die sehen das und fangen dann an zu weinen oder vor Freude? Meistens vor Kopfweh. Ja. Warum? Ja, weil doch immer so bei der ganzen Sache, musst du halt einen guten TÜV-Prüfer haben, der sich mit der Materie auskennt. Aber wenn es ordentlich gemacht ist, gibt das alles kein Problem. Was passiert, wenn das Motorrad auf der Straße steht? Gucken viele Leute hoffentlich und der es fährt, hat Spaß. Ist schon auf jeden Fall, es fällt auf, oder? Normalerweise schon, ja. Ist ja ein Einzelstück. Ich zeig's mal gerade von ganz vorne. Wenn du mir nochmal kurz beschreibst, was so die Feinheiten hier mit dem blauen Band, ich nehme an, das ist... Blaues Band ist einfach Hitzeschutzband. Dann ja, so die Wärme sieht aber, wird... Sieht aber ziemlich cool aus, ja, mit dem... Das ist der nette Nebeneffekt davon. Hauptsächlich geht es darum, die Hitze einfach besser abzuleiten und dass, wenn du mal mit deinen Füßen oder so dran kommst, dass du dich nicht verbrennst. Ansonsten haben wir halt 18 Zoll Räder drauf, normalerweise sind 17 Zoll. Ja, andere Reifen, andere Bremsanlage, andere Gabelbrücke, anderer Kabelstrang. Also ich habe eben, als ich da kurz vorbeigelaufen bin, ich dachte hier, der Block wäre nicht aus Metall, sondern er wäre aus Styropor. Ja, er sieht so irgendwie so ganz futuristisch aus. Ja, den haben wir halt beschichten lassen. Ist so ein Kräusellack, eine Beschichtung extra. Der Motor war halt auch komplett auseinander, ist also innen drin, auch die Innereien sind alle neu. Ist halt wirklich ein kompletter Neuaufbau. Da ist keine alte Schraube mehr dran an dem Motorrad. Da ist alles geändert. Sehr cool. Dein Part auf der anderen Seite ist wer? Dein Kollege? Mein Kollege ist der David. Der steht hier vorne, ist mit dem grauen T-Shirt. Ist gelernter Kfz-Mechatroniker. Ich bin gelernter Maschinenbauer und Grafiker. Und so setzen sich die Puzzle zusammen. Hallo. Hi. Du bist der? David Heck. Genau. Ihr habt coole Sachen hier auf der Messe. Super, das freut mich, wenn es dir gefällt. Wenn du mir vielleicht mal die Maschine da im Weiß mal kurz vorstellst, wenn das geht. Gerne. Das ist ein aktuelles 2017er Modell, eine Husqvarna FE501. Und da geht es halt einfach darum, wir wollten was bauen, wo irgendwo unser Style rüberkommt. Also was Junges, was Modernes, wo die Performance stimmt. Und das haben wir damit gemacht. Ne? Ist halt ein Kit im Endeffekt. Du kannst in anderthalb Stunden, wenn du ein geübter Mechaniker bist, also ich mache es mittlerweile in anderthalb Stunden, das Kit komplett zurückbauen ins Original. Also zu einer ganz normalen Husqvarna, ist dann im Endeffekt ein Hard-Enduro-Modell, ein Wettbewerbsmodell mit Straßenzulassung. Und wir haben halt so einen typischen Street-Tracker draus gemacht, was modern ist. Das ist Leidenschaft, oder? Liebe? ich denke mehr Spaß an der Technik irgendwo. Ja, aber wenn man das jetzt so sieht, entsprechend die Ausführungen, das ist schon cool, oder? Ja, sicher. Das muss halt in dem Sinne passen. Ich sehe schon, du hast wirklich Understatement die auf die Fahne geschrieben, aber ich finde es cool. Also das muss ich ja mal sagen. Auch hier die Reifen, die sind zugelassen? Nee, die nicht. Okay. Das ist natürlich, sieht auf einem Messobjekt immer schöner aus, wenn da ein Slick drauf ist. Gibt es aber auch mit einem anderen Felgensatz, in Kombination dann halt mit einer leichten Enduro-Bereifung. Ist dann ein bisschen größer, ein bisschen schmaler das Ganze, ein bisschen agiler, wo man auch mit kann auf dem Feldweg abbiegen. Und die Leute, die bei euch einkaufen, die kommen aus der ganzen Welt mittlerweile? Mittlerweile leider noch nicht, aber da wollen wir hoffentlich mal hin. Es ist schon überregionaler geworden, als es mal war, aber ich
Stück für Stück setzt sich das Puzzle zusammen, würde ich mal sagen. So, dann machen wir mal ein bisschen Werbung für euch. Ja, wenn man euch sucht und finden möchte, wo findet man euch? Super, in Weißkirchen im Gewerbegebiet, ist bei Wadern, ist ein ganz cooler kleiner Shop, gibt es einen guten Kaffee, ein paar Klamotten, gute Mopeds zum Gucken und eigentlich immer nette Leute. Wenn du nochmal gerade den Namen sagst, weil ich liebe euer Logo, aber es heißt was ganz genau? Es heißt Loon. Loon heißt es, L-O-O-N. Genau. Okay, ich war mir nicht ganz sicher, deswegen frage ich nochmal einmal lieber. Gar kein Problem, gerne. Vielen, vielen Dank für das nette Interview. Gerne. Danke.